So, next part. Jawohl. So, wir wurden, ja, da wollte ich kurz beenden und starten. Und ja, da wurden wir natürlich gleich direkt angegriffen, deswegen muss ich die Aufnahme direkt weitermachen. Jo, also so richtig Langeweile kommt hier nie auf, muss man sagen. Aber es ist natürlich jetzt kein actiongeladenes Kommandospiel. Ja, das Monster kann noch mal ein bisschen abwarten. So, die Axt macht 40 Damage. Der Hammer macht 76, 82, 84, 92. Bam! Geht ab. So, wieder was, was wir verkaufen können. So, unser Saatgutbereich hat auch wieder was zum Abernten. Das ist doch super. Was mit dir? Ah, da habe ich die eine Eichel verpasst. Okay. Die machen auch gut Aua. Ich versuche die immer so ein bisschen in der Nähe zu landen, aber nicht so, dass sie mir Aua machen. Ah, der Meteorit hat Samen aus einer fernen Welt mitgebracht. Ja, das machen die auch manchmal, dass sie so Saatgut mitbringen. Ich glaube, so bin ich an meine erste Steineiche gekommen. Super. Hat sich gelohnt. Ja, finde ich ganz cool. Manchmal machen die das random, manchmal nicht. Ist ganz nett. Kann man nicht meckern. Warte mal, kann ich das ausbessern? Dafür brauche ich Metall. Okay. Das bedeutet eigentlich, brauche ich Holz, aber Locke. Ja, Locke ist eigentlich auch ganz gut. Ja, die nehme ich noch einfach, um ein paar Pinienkerne zu sammeln. So, hey, ich habe Stoff für dich. Ausgezeichnet. Er ist aus feinster Baumwolle gefertigt. Für weitere solche Stoffe bezahle ich gutes Geld. Mir fehlen einige Zutaten für meine Zaubertränke. Destillierte Limettenalkohol sorgt dafür, dass das magische Essenz und damit die Wirkung zu verstärken. Aber es ist schwer, ihn zu kriegen. Limos sind nicht überall zu finden. Meinst du diese klebrigen grünen Monster? Ja, ganz genau. Hast du hier irgendwo welche gesehen? Ich wurde neulich von ihnen angegriffen. Dann bin ich hier genau richtig. Bring mir Limatsch und ich gebe dir ein Rezept, um Alkohol zu machen. Ja. Natürlich doof. Weil wir nur zwei haben. So, 1, 2, 3. Golderz, giftiger Pilz. Und ich kann mir den Metall von dem kaufen. Super. Das passt eigentlich ganz gut. Ja, Limatsch ist ein bisschen schwierig zu kriegen. Ich lasse mal den Kristallaltar verbessern. Dann haben wir den auch. Den kannst alles auf Stufe 3 verbessern. Dann ist es fertig. Dann hast du es hinter dir. Das ist eigentlich ganz gut. Wenn du Besucher hast, greifen übrigens auch keine Monster an. Warum die Monster angreifen, woher sie kommen, kriegst du später sogar auch noch erzählt. Das ist ganz lustig. Aber mehr dazu, wenn es soweit ist. Ich will ja nicht alles vorwegnehmen. Boah, 20 Metall. Das ist schon viel. Oh, Kristall, super. So, wie viel von denen habe ich denn? 15, 16. Metall, Metall, super. Also auch der Stärkewert hier, um das einfach mal ein bisschen mit Unterhaltung zu füllen, bringt halt nichts. Das bedeutet, es liegt an der Stufe, an den Stufen von deinen Gerätschaften. Wenn du jetzt zum Beispiel alles auf Stärke setzt, wirst du es trotzdem nicht schaffen, hier alles nur zu one-hitten. Da brauchst du schon das Zeug auf Stufe 1, auf Stufe 2, 3. Also von daher, so. Ich weiß gar nicht, haben wir schon mittlerweile genug, um den Kristallter zu verbessern? So, einmal Baumwolle will ich noch sehen. Das ist eigentlich ganz gut. Also wenn wir richtig Geld machen wollen, müssten wir eigentlich viel Baumwolle sehen.
Wir haben eigentlich genug. Wir könnten uns wirklich mal eine Zeit lang auf Baumwolle fokussieren. Dann kann ich nämlich auch Seile von herstellen. Dafür brauche ich 3 von denen. Für 3 von denen brauche ich 6 Baumwolle. Und das 3-mal. Ja, okay. Wie viele Pinienzapfen habe ich? 18, 19, 20. Das ist okay. 3 Minuten? Ich verpasse es immer. Das ist doch unglaublich. Ich verpasse das immer. Habe ich noch Larven? Oh, super. Ein Fisch ist wiedergekommen. Wunderschön. Das bedeutet, wenn ich das nächste Mal wieder Besuch bekomme, kann ich wunderbar Zeug verkaufen und wieder an Geld kommen. Kann man eigentlich hier irgendwo das Geld sehen im Inventar? Wo sieht man das Geld? Sieht man nicht Besonderes? Nee, sieht man nicht. Doch, oben links. Oben links, 8 Coins. Okay. Bram, ich hab was du wolltest. Nee, du hast noch keinen Auftrag für mich. Ja, manchmal müssen die erst wiederkommen. Hallo Akko, Meteoriten haben die Maispflanzen auf meinem Planeten verbrannt. Oh nein! Und die Nachfrage nach Popcorn auf Q ist in die Höhe geschellt. Ich brauche also jede Menge Mais. Ich kann dir aushelfen. Das freut mich, aber mit dieser einfachen Hacke wird es lange dauern. Ich bringe dir bei, wie du eine bessere herstellen kannst. Außerdem werde ich meine Felder ausbessern, damit ich mehr ernten kann. Neues Rezept, Mais. Der hat uns jetzt ein Mais gegeben. Das reicht eigentlich auch. Das ist ganz cool. So, ja, ich bin ja schon dran, die Felder auszubessern. Ich bin doch schon dran. Ja, ich denke mal 20 ist okay. Den schiebe ich noch. Und dann kann ich das kleine Wäldchen auch wieder abbrennen. Jo. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen farmen, oder? Oh, Hacke 2, wunderbar. Das ist doch schon mal ganz gut. Wenn du mit einer Hacke auf Sachen einschlägst, dann kannst du sie auch manuell zerstören. Brunnen und so ein Scheiß. Oh, das lief jetzt sehr gut. Das lief wunderbar. Das lief überraschend gut. Ja, hier, Leute. Holz beschaffen. Da kannst du den Akku echt gut gebrauchen. Das macht der wie ein Profi. Da wird so manch kanadischer Holzfäller blass dabei. Wunderbar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und es regnet. Das ist doch schön. Fünf, sechs, sieben, acht, neun. Gut. Hier drüber, dann wächst der ganze Kram auch schnell. Hier auch nochmal drüber. Da, super. Okay, der Regen hat es jetzt nicht ganz so gebracht. Manchmal wechseln die Regenwolken einfach. Hier. Da einfach drüber und dann ist der Käse gegessen. Schön! Supi, freue ich mich. Das Feuer wird natürlich wieder ausgehen, aber es macht nichts. Holz haben wir ja eigentlich genug. Und unsere Energie ist auch weg. Ich bin so erschöpft. Och, schade. Na gut. Ja, ich habe ja 2 Baumwolle eingesetzt. Kann ich noch ein Seil bauen? Noch nicht. Okay. Erstmal schlafen. Dann geht es uns nämlich auch viel, viel besser. Und der Graf nimmt nochmal ein Schlückchen zu sich. Sobald ein Feld abgeerntet ist, wird das alles, sobald ein Feld etwas verbessert wurde, dann wird das alles einfacher. Was wollte ich machen? Wie viel? Nur 6 Metall. Das ist natürlich nicht viel.
Das ist natürlich nicht viel. Nein, schnell, dreh den Planeten, um zu verhindern, dass Meteoriten eine Katastrophe verursachen. Ist nur ein Meteorit. Okay, der hat jetzt nicht so viel gebracht. In der Regel bringen die Meteoriten nur Kristalle. Die finden wir auch später noch woanders da. Manchmal bringen die halt auch schöne Sachen, deswegen freue ich mich eigentlich immer so ein bisschen auf die Meteoriten. Ah, super. Na, ich muss ganz ehrlich sagen, so langsam kriegen wir doch... Moon! Gesellig zu mir! Ich finde es immer toll, wenn die Moon da ist. Wie eine große Schwester, die so ein bisschen auf dich aufpasst. Hey. Hi! Dir fehlt noch etwas, um den Auftrag zu beenden. Ja, ich weiß, aber wenn ich nicht angegriffen werde, werde ich nicht angegriffen. Mädchen, bitte. Da kann ich doch nichts für. Naja, die Moon. Habe ich noch eine Larve? Ja, super. Oh, das war knapp. So, Baumwolle ist auch fertig. Super. Immer schön aufpassen. Ich habe noch zwei Baumwolle im Inventar. Ich habe noch zwei Baumwolle im Inventar. Die brauche ich auch. Das ist mir nämlich einmal im normalen Spielstand passiert, habe ich im Stream schon mal erzählt. Da habe ich nämlich angefangen und Wassermelonen halt einfach retarded verbraucht, um dort irgendwas zu machen. Jetzt habe ich gespoilert, dass man Wassermelonen kriegen kann. Entschuldigt dafür. Aber da gab es dann halt mal einen Auftrag, dafür brauchte ich die Dinger und dann habe ich gemerkt, scheiße, ich hab's ja jetzt alle verbraucht. Und dann hat der Auftrag halt... hat der Auftrag sich halt gesteckt. Unfreiwillig. Und das war dann halt nicht so schön. Ja, das war dann doof. Gut. Ich könnte eigentlich wieder ein kleines Wäldchen anpflanzen, wenn ich das noch nicht gemacht habe. Ja, hier kriegen wir, wie gesagt, 3 raus. Hier kriegen wir jetzt 5 raus. Und dann sieht der ganze Käse schon anders da aus. Ah, das steht hier schon. Okay. Wie viele Bäume sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 oder 10, irgendwas in den Dreh müsste das sein. Super. Schneiden, schneiden, schneiden. Nee, okay. Ich habe nicht genug Metall. Auch nicht für den Dingsbums. Ja, unser Planet nimmt langsam ein bisschen Form an. Ein bisschen Terraforming. Wunderbar. Ach, der Mond. Schön. Schön, dass wir einen Mond haben. Ist auch nicht. Obwohl, schön, dass wir nur einen Mond haben. Ist eigentlich auch nicht immer so selbstverständlich. Nein, wollte ich doch gar nicht. Na, ist egal. 20 von denen, das passt schon. So, das heben wir mal auf. Das schieben wir auch mal. Ich denke mal, wenn wir 25 jetzt haben, bevor wir das kleine Wäldchen abbrennen, dann haben wir eine leichte Steigerung drin. Wollte ich nicht zum Kristallaltar? Wollte ich. Die Frage ist nur, wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Na komm, Kristall, wo war's? Da. Zum Ausbessern 20. Puh, ist doch noch. Doch mehr als gedacht. Kriegen wir das irgendwie hin? Na komm, Akku. Nee, okay, dann halt nicht. Und es ist morgen. Jo, ich glaube aber dem Akku ist das relativ egal. So, erstmal was frühstücken. Super, am Feuer wärmen. Machen wir nochmal ein Ründchen Feuer. Super, wunderbar. Nehmen wir noch eine Fackel, weil die Bäume sind jetzt mittlerweile auch bereit. Das Feuer tut uns nicht weh.
Wunderbar. Ich denke, mal Holz haben wir mittlerweile genug. So, trotzdem will ich noch ein paar von denen bauen. Ah, Limatsch. Ah, super. Von dem brauchen wir noch was. Dann zeigt uns der Mr. Locke, nämlich der Herr Locke, zeigt uns dann nämlich, wie man Dingsbums macht. Super, dann haben wir das auch schon mal. Limatsch für den Locke. Wunderbar. Jetzt baue ich aber noch hier weiter Wäldchen an. So, da muss ich jetzt noch mal ganz kurz was notieren. Super, super, super. So. Kriegen wir das hin? Ja, kriegen wir hin. Wunderschön. So. Fünf. Sechs. Oh, drei Meteoriten. Cool. Kommen immer von einer Seite. So, dann kommt hier noch einer hin. Und hier noch einer hin. Ja, passt super, dass er jetzt da ist. Wie aufs Wort. So, oh, Sonnenblumen. Wir haben jetzt Sonnenblumen gefunden. Durch den Meteoriten. Habt ihr jetzt gerade eben rechts gesehen. Ich zeige euch das mal kurz. Hier. Die hat er fallen lassen. Cool. Kriegen wir sowieso auch später, aber warum nicht? Ich habe Limatsch gefunden. Er ist klebrig, Igitt. Genau die Menge, die wir brauchen. Schau, ich zeig dir, wie man ihn destilliert. Jetzt können wir Alkohol herstellen. Ich habe im Moment keine Aufträge. Oh, das ist super, dann haben wir mal ein bisschen Ruhe. Jetzt können wir auch Limatsch von dem kaufen. Das muss ich mal kurz überlegen. Ich muss dem was verkaufen. Silbererz, giftiger Pilz, Alkohol nimmt er natürlich auch an. Ja. Ich brauche einfach Kohle von dem. So, Metall. Ja, wir könnten eigentlich Stoff herstellen und das dem Alten verkaufen. Das müsste eigentlich passen, aber wir brauchen auch Seile. Ja, Mist. Ja, hier. Können wir jetzt Alkohol herstellen, dafür brauchen wir Limatsch und Glasflaschen. Glasflaschen können wir herstellen, indem wir die Kristalle benutzen, wenn wir sie brauchen. Wenn wir sie brauchen. So, esse ich nochmal eine Beere. Habe ich wirklich nichts zum Verkaufen? Ich glaube, jetzt ist wirklich mal die Zeit, eine kleine Aufnahmepause einzustellen und einfach nur noch Dingsbums zu machen. Du, 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 du. Obwohl, ich muss eigentlich warten, bis der Bram da ist. Der will nämlich die ganze Zeit die Fische haben. Und die kann er von mir auch bekommen. Der gibt uns nämlich gut Geld dafür. So. Wollte ich nicht den Kristallaltar verbessern und dafür fehlt mir aber noch Metall. Und deswegen wollte ich hier noch ein bisschen hacken. Hämmern. Gut. Ansonsten ist alles am Wachsen. Mach's gut, Locke. Genau. Ja, super. Da, ja, das passt. So. Ah, sind zwei Sachen fertig geworden. Wunderbar.
ich setze mal eine Sonnenblume hier hin. Oh, die braucht aber lange. Komm, die kriegt doch, wird doch gleich mal gegossen. Dann geht das natürlich wesentlich schneller. Und solange das Feld fertig ist, würde ich sagen, benutze ich das, um die Baumwolle zu ernten. Ja, 5 Stück. Siehst du, das sieht doch schon gleich viel besser aus. Fäden mache ich gleich mal 3 Stück. Dann kann ich auch gleich... Ah, ich kann nur ein Seil herstellen. Schade. Hier hätte ich nämlich ganz gerne schon noch mal was ausgebessert. Obwohl, ich könnte natürlich... Könnte das Feld natürlich zum Gießen benutzen, damit das schneller wird. Ja, das läuft super. Da ist aber ein Baum in die Höhe geschossen. Ja, ansonsten würde ich einfach die restliche Energie, die wir haben, geil, Golderz, dazu benutzen, um einfach hier nochmal ein bisschen Steine zu farmen. Und also Steine farmen ist nicht das Problem, aber die Metalle. Okay, ich bin so erschöpft. So, hier nehme ich nochmal einen Dingsbums mit. Dann kümmere ich mich um die Monster. Ich habe mich noch nicht entdeckt. Ja, die Akku-Range von denen ist jetzt nicht so sonderlich. So, dann haben wir das schon mal. So, du müsstest doch hier sein. Na komm her, du Lümmel. 82, 88, 74, 78, 76, 92. Ja, das ist eigentlich ganz gut. Und wir können wieder, wir müssen schlafen, weil wir müde sind, ausgelaugt. Und wir können auch gleich ein Level absteigen. Das ist doch schon mal super. Okay, wir können nicht ernten. So, Fledermausflügel, okay, der braucht 6-mal Mais. Okay, und ich muss das Haus erweitern. So. Wunderbar. Ja, schon gleich der dritte Part rum. Ich würde die Ausdauer machen. Da sieht man Moon und der kleine Akku am Angeln. Na super. Ist doch schön. Ich glaube, dem Kleinen geht es eigentlich ganz gut. Ach Mann. Sorry. Bram, ich bin noch nicht so weit. Ich bin noch nicht fertig. Hacke habe ich verbessert, okay. Bin noch nicht so weit. Warum habe ich jetzt... da muss ich aufpassen. Zum Glück kann man den Mais nicht essen. Fehlt noch was, um den Auftrag zu beenden. Okay, was kann ich denn kaufen? 1, 2, 3, 4, 5... Nee, kann ich nicht. Ich wollte ihm die Dinger hier verkaufen. Den verkaufe ich einmal, den Weizen kann ich den verkaufen, aber nö. Dann kaufe ich die Dinger. Was kann ich hier noch kaufen? Was macht überhaupt Sinn? Ich glaube, von dem brauche ich gar nicht so viel abkaufen. Außer die Larven, die sind natürlich ganz gut. Ich werde mich jetzt nicht um den Rest kümmern, ich werde hier versuchen, die Fische noch zu ernten. Dann kann ich die den nämlich gleich verkaufen. Ah, klappt doch besser als gedacht. Ja, ein bisschen Übung, dann passt das schon. So, 2-mal Barsch. Verkaufen. Und wunderbar. Ich hätte natürlich Mais von dem kaufen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, brauchen wir das eigentlich nicht. Larven hat er keine. Und wir haben wieder ein bisschen Kohle. Super. Ach nee, ich kümmere mich um andere Sachen gerade. Genau, die Sonnenblume wächst, das kann die auch ruhig machen. Ja, macht keinen Sinn, für 20 Minuten muss ich da jetzt nicht rumgießen. Von daher passt das schon. So, ja, der Baum sitzt... Ich hau den jetzt weg. Der Baum sitzt hier ein bisschen zu doof, weil immer dieses eine... Steineiche, die ich mir gerne ansammeln will, die fällt auf dem Stein, deswegen mal ein bisschen weiter weg. Dann sollte das passen. Wenn die so runterfällt, ist kein Problem, da kann ich die aufsammeln, ist kein Thema. Aber die eine, dass die da oben hängen bleibt, war immer ein bisschen nervig. Deswegen habe ich die mal ein bisschen nach vorne gesetzt.
Alles andere ist eigentlich gut im Laufen. So, von denen habe ich 20. Ich denke mal, wenn ich 30, 35 habe, kann ich das Wäldchen wieder abbrennen. Weil Holz haben wir ja jetzt auch genug. Müssen wir jetzt nicht unbedingt das Zeug anfarmen. Regen! Super! Wo ist Regen? Warte mal, ich mache das anders. So, fünfmal davon, nämlich das noch. Und jetzt hier drüber. Auch über die Brunnen. Dann ist der Käse nämlich auch, dann sind die nämlich auch wieder voll. Das reicht auch, wenn sie ganz kurz drüber sind, dann sind die wirklich voll. Ich würde trotzdem gerne nochmal einen großen Brunnen bauen. Der kann nämlich bis zu 5 Ladungen halten. Und ein neues Rezept. Das ist nicht, das ist nämlich genau das. Du kriegst die Rezepte nur, wenn du die Dinger... So, das brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Jetzt baue ich den Kamin. Den baue ich mal hier hin. Und wir haben eine neue Fackel. Und dann kann ich das Feuer nämlich auch zerstören. So, jetzt haben wir einmal brauchen wir Faden, Stoff und Alkohol. Limatsch. Warte mal, wie viel Alkohol brauche ich für die Fahne? 2. Okay, dann brauche ich 2 Glasflaschen, den Limatsch und den Alkohol. Vielleicht kann ich den Alkohol auch vom Locke kaufen. Was brauche ich für den Eimer? Nur Fäden. Aber für die Fackel brauche ich dann noch einmal Stoff. Das ist ein bisschen schwierig abzuwägen, weil ich glaube, Stoff und so ein Scheiß brauchen wir extrem häufig. Beziehungsweise so ein Kram, also Stoff und Baumwolle. Ist, glaube ich, echt nicht verkehrt, wenn wir das mal richtig anfangen zu bauen. So. Warte mal. Ja, ich kann sowieso nur 2 Stück verbraten. Also mache ich das mal. Dann muss der Bram ein bisschen warten. Warte mal, wie viel? Ah, das bringt nichts. Okay. Und wir werden schon wieder angegriffen. Es ist doch unglaublich. Aber nur von einem Feind. Na gut. Ist das? Ja, das ist das, was die Moon haben will. Okay, ich glaube, da ist die Axt besser. Genau, die hinterlässt nämlich das, was die Moon haben will. Wunderbar. Dann haben wir das. Das, so, da sind wir soweit und hier arbeiten wir uns auch dran. Gut. Ja, ich würde sagen, läuft ganz gut. Ich denke mal auch die hier dieser halben Halbstundenfakt, der Halbstundenintervall ist auch ganz gut. Moon, schön, dass du da. Oh, wie gerufen, als könnte sie es riechen. Wer weiß, was der Sensor uns da hier abgelassen hat. Der Miss NSA. Hi, danke Akko, das sollte genügen. Jetzt können wir mit der Analyse der Daten beginnen. Ich bin sehr gespannt auf die Ergebnisse. Okay, ich habe im Moment keine Aufträge. Wunderbar. Kann ich da noch irgendwo hin? Nee, kann ich noch nichts machen. Okay. Jo, Fäden brauche ich eine Menge. Okay, aber das kriegen wir hin. Ich würde sagen, bevor ich jetzt hier den ganzen Fackel und so einen Kram ausbaue, warte ich, bis das fertig ist. Und dann kann ich eigentlich auch... Ja, genau, wir können jetzt 5-mal abernten. Das ist ganz gut. Baue ich die Felder einfach mal ein bisschen um, dass die auch fertig sind, dann wird das alles wesentlich schneller. Schneiden, schieben. Wunderbar. Super. Jetzt läuft hier noch ein Pilz rum, dann kann ich auch gleich schon mal das kleine Wäldchen da abfackeln und noch ein bisschen Holz ernten. Dann sollte das auch gehen oder funktionieren, kein Thema. So, wo ist denn jetzt mein Kamin? Da brauchen wir jetzt schon 2 Holz. Aber warum nicht? So. Fackel macht jetzt keinen großen Unterschied. Die Fackel ist Fackel. Ob nun Fackel 1 oder nicht, ist eigentlich relativ Wumpe. Aber man muss ganz ehrlich sagen, man will ja schon wirklich so viel wie möglich freischalten in so einem Spiel. Wenn man schon Let's Play, dann richtig. Und von daher passt das schon.
Der Brunnen kann hier bleiben, finde ich, sage ich jetzt einfach mal. Und das mit den Pinien kann eigentlich auch bleiben. Ich meine, wir haben jetzt kein großes Problem, Holz zu besorgen. Und haben auch selten wirklich Holzmangel. Von daher passt das schon. Vielleicht sollte ich wirklich mal gucken, dass ich, wenn ich Geld brauche, mal einen Batzen Holz verkaufe. Wirklich mal so 100 oder 200. Ich meine, Holz ist ja wirklich eine Sache, die hier relativ simpel vonstatten geht. Steine auch, aber da gibt es auch jemanden, da hat sich auch schon mal gelohnt, dass ich mir das Spiel selbst mal so aneignen kann. Steine will ich jetzt an die aktuellen Händler noch nicht verkaufen, weil da gibt es nämlich jemanden, der uns dafür ein bisschen mehr gibt. Ja. Komm schon. Ja, ich wollte es wissen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist okay. Das ist okay. Schön. Supi. Öl. Wunderbar. Genau, Mais hier hin. Hier kommt Baumwolle hin. Drei Fäden herstellen. Ich habe nur drei. Habe ich nicht noch ein Seil oder habe ich das schon verbraten? Nee. Oh, super. Perfekt. So, den Pilz mitgenommen. Supi. Ja, ich drehe den Kometen. Na komm, hinter mich so ein bisschen. Ja, super. Und du hierhin. Das war, glaube ich, dumm. Weil jetzt ist der eine Komet in den anderen gefallen und jetzt hat sich der eine sozusagen aufgelöst. Das passiert manchmal. Okay, nein, ich will nichts bauen, oder? Habe ich das? Nee, das Tor, weiß nicht, ob ich das bauen muss. Es bringt nichts, von daher. Locke hat noch nichts, jetzt hat er was. Ich habe einen großartigen Zaubertrank entdeckt. Jawohl, mein kleiner Zaubertrank-Läding. Möchtest du ihn ausprobieren? Dies sind einige Zutaten, die ich noch brauche. Kürbissaft. Den könnte ich durch eine Kürbisernte kriegen. Nicht so schnell, der Saft muss von einem Riesenkürbis stammen. Und nur Zauberer wissen, wie man so einen Kürbis bekommt. Wie, Herr Locke, erkläre es mir. Siehe nachts Kürbiskerne aus und lass den Mond auf sie scheinen. Und dann? Du wirst schon sehen. Das klingt sehr interessant. Hier sind die Samen. Schnell, pflanz sie noch heute Nacht und bring mir einen Riesenkürbis. Alles klar. Wir haben jetzt drei Kürbisse bekommen. Ist eigentlich ganz einfach. Ich erkläre es euch. Wenn du die nachts pflanzt, ja, dann musst du den Mond sozusagen in diesen Kreis hier so drauf scheinen und dann verwandelt sich der Kürbis in Riesenkürbis. Vorteil, natürlich Riesenkürbis sind viel besser als normale Kürbisse. Nachteil, egal wie gut dein Feld ist, du kannst Riesenkürbis verbraucht das gesamte Feld. Bedeutet, normaler Kürbis setzt du ein, dann kriegst du 5, kriegst du 3, 5 oder halt mehr. Riesenkürbis kannst du immer nur einsetzen. Das bedeutet, wir brauchen einen Riesenkürbis. Müssen wir halt machen. Kann man jetzt nicht machen, dann müssen wir warten, bis es Nacht wird. Ja, dann ist es halt so. Es klappt auch nur mit Kürbissen. Gut. Mais brauchen wir noch. Riesenkürbis. Und wir müssen das fertig bauen. Warte mal. Achso, ich wollte ja beim Locke noch Dingsbums kaufen. Kaufen. 1, 2, 3, 4. Nein. Erstmal was verkaufen. Golderz, Silbererz nimmst du mit. Okay, die Larven, die Sonnenblumen. Nein, ich konnte nur 4 Stück. Nee, ist egal. Habe ich halt nur 4 gekauft. Ja, der Akku ist jetzt auch gleich wieder müde. Sonst gibt es hier noch irgendwas. Nö, sieht eigentlich alles ganz gut aus. Jawohl, wir könnten hier noch ein bisschen Saatgut abgreifen.
Ah, ich hätte jetzt wirklich einfach mal ein bisschen Holz verkaufen sollen, auch wenn es ganz wenig Geld gibt. Aber dann hätte ich wenigstens das eine Metall von dem Herrn Locker noch kaufen können. Ist egal. Ich gehe jetzt nochmal kurz schlafen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Part. Ich hoffe, das Spiel gefällt euch auch noch so sehr wie mir. Merkt man auch, ich bin jetzt 3 Parts am Stück ohne Pause. Läuft eigentlich ganz gut. Na, bis dahin. Macht's gut, Leute. Was? Ah, wir kriegen später... Du. Wir kriegen von Zeit zu Zeit Albträume und Nachrichten im Schlaf geschickt. Nur keiner weiß, was es damit auf sich hat. Offiziell. Noch nicht. Wir sehen uns. Macht's gut.